Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Dürfte ich vielleicht vorschlagen, dass Bayek das macht? Der hat einfach die besseren Fähigkeiten. Sinusti! Also, wenn ich das Drehbuch schreiben würde für das Spiel, würde Aya jetzt sterben. Weil es von der Geschichtserzählung, sag ich mal, von den Wendepunkten und so weiter und so fort gerade ein ganz netter Zeitpunkt wäre. Um halt den Hauptcharakter Bayek in eine neue tiefe Depression zu schicken. Toll, Aya darf natürlich nicht den Adler nutzen. Auch wieder ein sehr guter Sprung für den Rücken. Ich habe das Ziel in Sicht. Ich rufe die Truppen. Kein schwerer Schuss. Guck mal, wie ich unter dir schneller kletter als du. Und guck mal, wie Aya an der Seite festhängt. Ich hab das Ziel in Sicht. Reißt die Eingeweide raus. Ich ruf die Truppen. Ich glaube, da endet die Erinnerung. Ich glaube, ich sollte lieber den Boten mal besuchen, anstatt mir hier den Stress zu machen mit den Wachen. Kann mich jemand einfach töten? Bringt es Ich komme, um dich zu... Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? Der Bote scheint nicht fit zu sein. Er könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Das war's. Stirb. Easy going am herrlichsten Tag. Ah, mit zwei Personen, so ein Hüpfer. Reiß dir die Eingeweide raus.
Ja. Na komm. Ich hänge hier fest mit dem. Moment, da mach du... Geh du voraus. Ich glaube, eigentlich müsste er auch runterrutschen. Noch. Halt dich doch mal ordentlich fest. Ich brauche jetzt ein Pferd. Du hast doch ein Pferd schon. Meine Mitbürger, wir müssen zu den Waffen greifen. Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Die Götter. Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos nicht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun... Lass die Schlacht toben. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Oh, die Aufforderung zum Töten. Ich rieche Krieg. Wir setzen unsere Königin auf den Thron. Du bist die Einzige, die einen Thron verdient. Gib mir das Pulver. Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Dieses Gebiet wird streng bewacht. Meine Güte. Da wollen sie noch mal zeigen, was die Engine noch kann, so in ihrem Alter, ne? Na toll. Ach, hier sind wir auch schon mal drauf geklettert. Impressore in Fuert! Wir haben du gleich!
Das sieht jetzt besser aus, als ich gedacht hätte. Vor allem, wenn man noch diesen schönen Effekt gesehen hat. Ah, wir sind drin, wir können hochlaufen. Hey, hier gibt's ein Problem! Wie, hier gibt's ein Problem? Aua! Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie so weit kommen? Halt, kleine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen zum Beispiel Maracas. Um unsere Wegfindung. Tja, ein Kreis runterlaufen ist wohl nicht so die Stärke von denen. Ist auch schwer, ist auch schon beim Hochgehen kompliziert. Verdammte Hacke. Juhu. Der Wächter! Für einen Namen hat's nicht gereicht. Erinnert mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Ja, ich hasse dich auch. Top. Ich sammle wieder Pfeile im Gegner. Geht doch. Hui! Du bist so fett fürs Fenster. Ach, Menno. Immer dieselben Probleme mit den Römern. Nee, stimmt gar nicht. War ja gar kein Römer. Und wo ist meine Musik hin? Aha, jetzt mangelt es doch an den Fähigkeiten einer Frau. Ach, sie schafft's doch. Verdammt, Hacke. Machen eine Neuvertonung von Aya. Oh ja. Mm. Ah. Ja. Mm. Ah. Mm. Ah. Mm. Ah. Mm. Und jetzt färbe ich die Flamme ein. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Oh nein, nicht das Gesicht verbrennen! Ptolemäus' Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Alle, ihr Jagd da ist! Komm!
Wir ziehen auf das Schlachtfeld. Mechai, decke den Rückzug. Viele haben an Aya gezweifelt. Und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Ha! Ha! Hey! Hey! Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Hart nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich bin sogar noch schneller, als du denkst. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Moment, sind jetzt hinter mir oder vor mir? Ah, hinter uns. Nimm das! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Streitwagen! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Warum sind das so viele plötzlich? Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Ach, ein Elefant! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Ich habe eine Idee! Ich habe auch noch 20.000 Speere hier drauf! Der Leuchtturm nähert sich schnell! Wir müssen uns wirklich beeilen! Wirf fester! Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Komisch. Gut, dass ich diesen Stock noch gefunden habe. Der nach 50 Pfeilen und 20 Speeren den Elefanten getötet hat. Und jetzt auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Stadien. Laut unseren Spekulatoren führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus! Ad Victoriam! Also jetzt läuft's einfach durch, ne? Also storytechnisch kann man jetzt gar keine Pause mehr machen. Die jagen einen einfach von Schlacht zu Schlacht durch. Verliert an Boden, ihr herzlosen Bastarde! Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr verliert an Boden, ihr herzlosen Bastarde! Ja! Alarm! Hier drüben! Ich mach hier die Eingeweide raus! Natürlich kann ich hier nirgendwo hoch. Das ganze Spiel durch bin ich an allglatten Wänden unterwegs und sonst irgendwas. Aber jetzt
kann ich nicht mal so einen dämlichen Pfahl hochklettern. Ich wollte aber hier stealthy reingehen. Ich wollte hier einfach durchs Tor gehen. Jetzt sagt der Chat, das Tor war doch offen und bist nicht da reingegangen. Ja, weil ich mir gedacht habe, das ganze Spiel permanent kann ich entweder total offensiv oder stealth gehen. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich jetzt auch ihn stealth-mäßig erreichen. Und mein Adler ist anscheinend gestorben. Wohl vom Elefanten gefressen zwischendurch. Falke. Wenigstens bin ich einmal ums Lager gelaufen. Ach so. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Potinos, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit. Komm, Jugurtha. Angriff. Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Was ist der Schwachpunkt der Dame? Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Weil die hat ein Schild. Ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Du kannst dich immer noch retten. Beende diesen Kampf. Aua. Schön in die Hacken rein. Jetzt in den Arsch ein Pfeil. Zwei Pfeile in den Arsch. Das war's, glaube ich. Witzigen Orden ist beendet, Potinos. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Tja, da fehlte wohl ein halbes Jahr Entwicklungszeit noch, um die Story weiter zu stricken. Ich darf mein Pferd nicht rufen. Das
Jetzt konnte ich mir vor allem die letzte Sequenz gerade nicht angucken. Muss ich mir nachher selbst ein Video anschauen, weil der Hund gebellt hat im Wohnzimmer. Hier sollte ich vorsichtig sein. Und auf was reitet er jetzt? Auf ein Zebra. Das einzige Zebra in ganz Afrika. Ah, da kommt der Naja endlich. Bald wirst du deine Götter treffen. Erstmal triff deine Stirn, mein Pfeil. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein Götter, Thorn Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst mein Zorn kennenlernen! Was soll das? Erwarte deinen Richtspruch, Septimius! Lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen! Richtig, du bist nämlich schon tot. Hast du mich vermisst? Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot! Ja, ich hab den gerne besiegt für euch, damit ihr mich jetzt kaputt schlagt. Dämliches römisches Pack. Hauptsache noch meine Katze läuft durchs Bild. Wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Moment, das ist das Zepter von Sauron. Ey, der Typ lebt ja immer noch. Ich dachte, der soll nach römischem Recht niedergemacht werden.
Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Der Staat der Bruderschaft. Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an.